Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, der Kollege Körber hat so gut vorgelegt beim Dank, da will ich als Hauptberichterstatter nicht hinten anstehen. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen, bei Ihren Mitarbeitern für die konstruktive Zusammenarbeit. Nun haben wir hier ein Ergebnis vorliegen nach den Haushaltsberatungen und die Einschätzung unterscheidet sich natürlich, was das Ergebnis betrifft, weil ich beurteile das nicht so positiv. Im Kern hat sich substanziell nichts verbessert und die grundlegenden Probleme sind auch nicht gelöst worden. Sie verfügen im Jahr 2020, Herr Minister, über 10,9 Milliarden Euro. Und da muss man klar sagen, das selbstgesteckte Ziel der Koalition, was auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde, 0,7%, ist auch diesmal wieder verfehlt worden. Und das ist besonders traurig deshalb, weil erstens diese Debatte schleppt sich über so viele Jahre schon dahin und zweitens ich das Gefühl habe, wir hatten gerade das Verteidigungsministerium hier, dass im Bereich Verteidigung, wo es um das 2%-Ziel geht, das Engagement einiger Kolleginnen und Kollegen doch etwas höher ist, dieses Ziel zu erreichen, als das 0,7%-Ziel. Herr Minister, zweitens, das Verteidigungsministerium hat 137 Millionen in den Haushaltsberatungen extra bekommen. Sie haben 10 Millionen extra bekommen, wegen Wechselkursschwankungen im Übrigen, on top. Im Koalitionsvertrag ist auch festgelegt, dass das Verhältnis ODA-Mittel, Aufwuchsverteidigung 1:1 sein soll. Auch dieses Ziel ist hier wieder verfehlt worden. Und der dritte Punkt ist die dramatisch niedrigen Verpflichtungsermächtigungen. Und das ist ein ganz klares strukturelles Problem, was wir auch schon mehrmals besprochen haben. Verpflichtungsermächtigungen sind dafür da, dass sie für die Zukunft planen können, dass sie für die Zukunft Verträge abschließen können. Also Ihr Kerngeschäft, was Sie zu leisten haben, die Verpflichtungsermächtigungen sind für nächstes Jahr geringer als die Barmittel. Das heißt, Sie können nicht länger ausreichend planen. Und der Grund dafür liegt einfach in der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung, weil nämlich Ihr Etat im Jahr 2021 wieder um 1,5 Milliarden Euro gekürzt werden soll. Das ist das ganze Problem. Und das bedeutet zum Schluss, Sie fahren hier nicht bloß auf Sicht, sondern Sie fahren blind durch die Gegend. Wenn Sie keine Verträge abschließen können für die Zukunft, wird es auch kompliziert, mehr Barmittel dann im nächsten Jahr in den Haushaltsberatungen zu mobilisieren, weil natürlich die Frage steht, für was denn? Wenn keine Verträge existieren, die bedient werden müssen, ist es natürlich auch problematisch, Barmittel obendrauf zu legen. Und das heißt, im Kern für die Entwicklungszusammenarbeit ist hier der Grundstein gelegt worden, dass es unstrukturiert sein wird, dass es planlos und dass chaotisch sein wird. Fairerweise muss man natürlich bei Ihnen dazu sagen, das liegt nicht an Ihnen. Sie würden sehr gern mehr Verpflichtungsermächtigungen, auch sehr gern mehr Barmittel nehmen. Aber da stellt sich natürlich dann die Frage nach Ihrem Verhältnis zu den Koalitionsfraktionen. Und da muss man feststellen, ist in der Haushaltsverhandlung Folgendes passiert. Zum Ersten wurde Ihnen durch die Koalitionsfraktion Ihr wichtigstes Instrument, nämlich die Sonderinitiativen, also das Instrument, was Ihnen Flexibilität verleiht, das wurde Ihnen zusammengestutzt. Das ist sozusagen ein Misstrauensantrag gegen Sie. So werde ich das zumindest. Es wurde die Anzahl der Sonderinitiativen begrenzt. Die Mittelhöhe der Sonderinitiativen wurde auf 10% des Gesamt-BMZ-Etats begrenzt. Und bei der Sonderinitiative Welt ohne Hunger wurden noch 140 Millionen Euro wegverteilt an andere Stelle. Damit macht die Koalitionsfraktion nichts anderes, als dass sie sie ruhig stellen, dass sie gefesselt sind. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut im Vergleich zum Auswärtigen Amt, dann zeigt uns das ein Problem über den Gesamtzustand der Koalition. Man kann Ihnen ja viel vorwerfen. Man könnte Ihnen vorwerfen, dass die Ziele falsch sind. Man könnte Ihnen vorwerfen, dass Sie die falschen Prioritäten setzen. Man könnte Ihnen vorwerfen, dass Sie die falschen Instrumente nehmen. Aber ein, was kann man Ihnen definitiv nicht vorwerfen? Untätigkeit. Sie sprühen ja nur so für Ideen. Sie bringen ja immer wieder was Neues zutage. Ob das die Sonderinitiativen sind, ob das das Textilsiegel ist, grüner Knopf, ob das die Reformpartnerschaften sind, ob das der Marshallplan für Afrika ist. Das Ergebnis, ja weiter, ich habe nicht so viel Redezeit. Das Ergebnis ist, Sie bekommen 10 Millionen Euro mehr in den Haushaltsberatungen. Beim Auswärtigen Amt, mir fällt nichts ein. Keine Ideen,
keine Schwerpunkte, keine Initiativen. Und das Ergebnis, Ergebnis ist, das Auswärtige Amt bekommt 191 Millionen Euro mehr. Vielleicht sollten Sie sich daran mal ein Beispiel nehmen, ein Jahr lang mal nichts tun, vielleicht bekommen Sie dann auch mehr. Und das ist symptomatisch für die Koalition. Stillstand wird hier belohnt. Das finde ich schade. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort die Kollegin Anja